Die Brücke sieht so passierbar aus, dass man darüber soll. Von oben. Ach, von hier oben natürlich. Erstmal das Item aufheben. Und dort hinten ist eine Truhe. Wo gehe ich zuerst lang? Wo gehe ich zuerst lang? Lebensstein, okay. Hey, Katze, mir liegt auch noch. Sehr schön. Ich glaube auch, dass es noch lange dauert. Ach, warum so umständlich? Geht das? Oh, du bist ein Versteinerter. Du bist aber haarig, mein Freund. Vielleicht lohnt es sich nicht. Ist das ein Gegner? Ist das ein Gegner? Jetzt ist es ein Gegner. Na toll, ich habe einen Gegner befreit. Oh, shit. Sei doch mal Zahnschlüssel. Ich glaube, ein Schlüssel ist lohnenswert, oder? Okay. Was bist du für einer? Damn. Schlüssel und dann Hurra für Rettung. Genau. Okay, da habe ich ja Glück gehabt, dass er nützlich war. Tatsächlich nützlich war. Okay. Visionen von Kopf. Wenn man da runterguckt und sofort an diese miesen Viecher denkt, oder was? Hm. Ich bin neu hier, Marcel. Gucke sonst nur über YouTube. Ah, ja genau. Ah nein, diese fucking... Ah, diese doofen Dinger, die einen vergiften, genau. Die das Zapfen kriegst. Ja, da oben. Eine Irre in einem Rollstuhl. Ist hier eine geheime Tür? Mega unheimlich. Unachtsamkeit voraus. Lass mich raten. Das bezieht sich darauf, dass die Leute sich in den Tod stürzen, weil sie irgendwas Besonderes hier erwarten. Hä? Hm. Sniffen kenne ich das als Netzwerk untersuchen. Ach so, das Netzwerk sniffen mäßig, ja. Stimmt. Stimmt, ja, ja, ja. Erst entsteinerst du ihn, dann bringst du ihn um. Er hat mich angegriffen, Marcel. Du musst mal andersrum denken. Er hat mich angegriffen zuerst. Ach, ich suchte... Oh, ich habe die ganze Zeit danach gesucht, wie ich den Gegner anvisieren kann. Und dann fiel es mir wieder ein. Da war ja was. Die ist ja lustig drauf. Ich weiß ja nicht. Die Irre angreifen? Ich kam noch gar nicht hin. Jin. Was ich dachte? Bei Sniffen? Bei Sniffen denke ich an Klebstoff schnüffeln, wenn du das so sagst. 1, 2, 3, 4, 5. Fertig. Stirb. Oder stirb. Was auch immer. Hauptsache tot. Woher kommt das immer? Ja, diese Dinger kenne ich ja schon, ich weiß. Controller. Ups. Steht drauf. So. Ganz normaler Xbox-Controller. Ich könnte es auch versuchen mit einem Arcade-Stick, aber ich glaube... Ich will ihn nochmal ins Bild halten. Ich glaube, es wird schwierig, mit nur einem Stick das zu spielen. Mit den Tassen wäre es natürlich großartig, aber ich glaube, mit dem Stick... Vielleicht wäre das irgendwann mal ein Challenge-Run mit einem Arcade-Stick. Mit dem Arcade-Stick Dark Souls durchspielen. Wäre doch mal eine Idee. Wäre vielleicht was Neues. Ich meine, Guitar Hero Controller gibt es schon. Dann gibt es Bongos. Dann warum dann nicht auch das? Bleibst du mal hier? Feige Sau. Hopp. Ach, gemein. Arcade Souls, genau. Ist doch eine gute Idee. Flammenschmetterling und eine Fackel. Sehr schön. Freundlich. Fantastisch. Teilweise sehe ich diese Dinger, diese Orte nicht, wo das sein soll, angeblich. Nein. Da ist schon mal nichts. Da oben ist diese Truhe, an die ich ran will. Ach ja, hier. Ah. Weg. Ich glaube, ich muss sie kaputt machen und dann... Nein, 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 nein. Woher? Ach so, da schon wieder. Okay, okay. Alex im Challenge Run. Ja, warum nicht? Einfach nur üben.
So. Dragon Age gewinnt aber die Abstimmung. Oh ja, oh ja. Bis jetzt ganz klar Dragon Age. Mit großem Abstand. Puh, okay. So, wie wäre es mit Twitch Plays Dark Souls? Ich glaube, das kannst du verknicken. Das kannst du sowas verknicken. Wie wäre es mit einem No BF, No Death Run? No Best Friend? Oder wofür steht BF an dieser Stelle? BF, BF. So. Oh, ich habe keinen Duftzweig mehr. So ein Mist aber auch. So eine Scheiße. So. Hey, Tragi ist auch da. Hey, moin. Auch wieder am Start. Sehr schön. Bonfire. Oh, nein, vergiss es. Habe ich keine Lust drauf. Zerrollt. Like a Baus. Man schlägt ja sogar auf die Wand dahinter. Ist das gemein, oder? Okay, die Truhe ist in Ordnung. Titanitbrocken und fossiler Drachenknochen. Die sind nicht so häufig zu finden. Wartet mal kurz, mein Handy macht gerade Radau. Kurz mal hier auf leise machen. Tja, zu spät gemeldet. Dafür kriegst du aber sogar eine Belohnung vom Spiel selber. Was? Was? Für was? Von was Spiel selber? Ich weiß gerade nicht, was du meinst. Diese Schweine! Oh mein Gott! Holy shit! Ist das gemein? Ist das clever gemacht? Boah! Damn! Für was kriege ich eine Belohnung, Yui? Ich bin durcheinander. Ihr schreibt gerade sehr vieles auf einmal. Die ganzen guten Seelen. Oh, steh doch mal schneller auf. Trifft mich trotzdem noch, ne? Dabei hau ich auf ihn ein wie ein Blöder. Ja, es wirkt ein bisschen wie Witcher, ne? Ach so, ah, das Ding über mir macht das. Ah, jetzt verstehe ich es auch. Für einen No BF, No Death Run. Ach so, ach, dafür kriegt man eine Belohnung. Ne, danke. Kein Bedürfnis. Warum mache ich das überhaupt nochmal? Ach ja, ich will noch ein paar Seelen. Steh auf. Das ist der Trick. Warten, bis sie stehen. Dann hat man genug Ausdauer, sie so in einem Rutsch zu töten. Und in einem Rutsch nicht richtig zu springen, genau. Kriegst du zwei Ringe, die jeweils deine linke und rechte Waffe unsichtbar macht. Okay. Das ist ziemlich gemein im PvP. Das ist doch ultra fies. Ja, hier war ich schon. Ah ja, hier ist wieder so einer. Fick dir. Fick deinen Hund. So. Katze hat Chips, das ist gemein, ich will auch Chips. Ich habe keine Chips. Ist da oben irgendwo? Wahrscheinlich ist da oben eine. Schnell! Oh shit, 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 shit. Bin ich jetzt verflucht oder nicht? Noch nicht, oder? Wo ist denn hier die zweite? Hä? Unten muss die sein. Egal, Ja, ich weiß, Ben. Ich weiß, hast du geschrieben. Und ich sagte, ich guck später nach. Sei nicht so gierig. Warum würden das denn Leute machen, wenn es nicht gemein wäre? Chen, das ist ein guter Punkt. BF gleich Bonfire. Das habe ich mittlerweile auch gelernt. Oh, hier sind überall welche von den Dingern. Ist das nervig. Jetzt weiß ich auch, warum die ganze Zeit so hämisch lachen. Wegen dieser scheiß Falle da hinten wahrscheinlich. Zerrollt. Holy shit! Ich wollte dich eigentlich backstabben, wenn das geht. Geht wirklich! Nice! Erledigt. Du bist schon verflucht worden, aber der Fluch ist nimmer so wie die 1-1. Jedes Mal, wenn du stirbst, wirst du verflucht. Hä? Okay. Wahrheitsverkünder, seht das einer des Kriegers. Es gibt Personen, die in dem Gebiet komisch aussehen, aber nicht angreifen, okay? Ja, ich achte drauf. Hey Daniel, auch schön dabei. Du greifst aber, siehst du? Meh. Hat er gerade gewiehert, obwohl er ein Löwe ist? What the fuck?
Okay. Auch noch hier fehlt mir leider wiederum... Ah, deswegen komme ich wahrscheinlich nicht an das Item da drunter oder so. Ärgerlich. Vorsicht vor enges Gebiet. Okay. Ja, Coco, lass deine Kontakte mal spielen. Hol mal ein paar her. Ein paar mehr Zuschauer, die da mit abstimmen können. Klar. Steht's immer noch für Dragon Age? Wahrscheinlich, oder? In Dark Souls 2 wirst du mit jedem Tod quasi einmal verflucht. Verflucht leicht, du verlierst 10% deiner HP. Achso. Ah, jetzt versteh's. Okay, okay. Okay. Kurz mal abknicken. Na, du Drecksbalk. Ich springe ein bisschen durch die Gegend und habe einen. Vor allem, der hat eine Armbrust, die er nie einsetzt. Das irritiert mich total. Aber diese Schweine, ne, die man immer denkt, es wäre einfach nur die Vision eines anderen Spielers. Diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal falle ich nicht einfach so runter. Nicht ganz so leicht. Kann ich hier denn hoch? Vorsicht vor Geist. Ja, den habe ich gesehen, der da vorne. Ach, ist schon eingestürzt, dann ist ja gut. Steh auf. Jetzt. So. Erledigt, da ist noch einer. So. Erledigt. Schweinehund. Dragon Age steht mit 3 Votes in Führung vor Fallout. Ich find's geil, das ist krass überraschend, dass mittlerweile Fallout so hochgekommen ist. Voll übertrieben. Ein transsexuelles Pferd in einem Löwenkörper. Oh Gott, ja. Du gemeiner Bursche, versteckst dich hinter einem Fass. Stirb. Oh oh. Wollte gerade angreifen und hier komme ich wieder nicht weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Duftzweige brauche ich denn? Das Item da hinten möchte ich trotzdem. Lebenstein, dankeschön. Da jetzt runterspringen muss ich, glaube ich, nicht. Da kann ich besser später irgendwo unten wirklich dort hinuntersteigen, ohne hier runterzufallen. Okay, was geht hier? Gar nichts. Na gut. Die Abstimmung geht genau bis The Walking Dead vorbei ist. Und dann, an dem Abend, wo es vorbei ist, werde ich drauf gucken, was abgestimmt wurde und dann werde ich mich entscheiden. Ist das wieder ein Geist? Das ist keiner. Das ist so gemein. Gut gemacht. Ha? Für was auch immer. Hier, dass ich was gefunden habe. Skeptiker-Gewürz und eine neue Seele. Du hast noch einen Duftbaum. Oh, danke, Gummibär. Ich glaube, der nützt mir jetzt an der Stelle leider nichts. Oh, hier geht's auch nach unten. Oder komme ich da gerade her? Da komme ich gerade her. Ich freue mich schon. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Nee. Diese ganze tiefe Ebene will ich doch persönlich schon sehen, wenn ich ehrlich bin. Ach, ein Spieler, okay. Ich wollte vorher. Ich wollte es genau andersrum machen. Greift an. Abhauen, nicht versteinert werden. Komm schon, treff ihn nochmal. Ach ja, die kann ich wieder anvisieren. Ich bin schon fast gleich. Holy shit. Wanderermantel in Gefahr. Oh, oh, oh. Das Zeug hier löst wohl meine Rüstung auf. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, meine Seelen zurückholen. Dankeschön. Aber trotzdem hier mal weiter umgucken, oder? Schlimmer kann es nicht werden. Das sind wahrscheinlich alles versteinerte Spieler, oder? Aha. Glitzerndes Titanit. Dankeschön. Mitternachtsstein. Okay. Nein! Ah! Meine ganze Rüstung geht kaputt. Scheiße. Jetzt muss ich die reparieren wegen dem Dreck. Da oben ist die Tante. Nee, das ist ein Kerl.
Der lacht bestimmt nicht so. Okay. Hopp. Ah! Idiot. Wieso werde ich jetzt schon wieder automatisch verflucht? Ah! Ah! Wie komme ich denn zu dem hin? Ich bin schon so nervös mittlerweile. Ja, ich vergesse die Tür nicht, aber jetzt... Doch, ich habe sie vergessen. Egal, ich springe aber nochmal runter, das passt schon. Ist ja nicht weit weg. Ich wäre gerade fast da runtergefallen, weil ich so vergesslich bin. Gefühlte Ewigkeiten her. Oh, du bist neu. What the fuck? Ich gehe auf Nummer sicher, wenn ich ehrlich bin. Gehe ich ganz auf Nummer sicher. Majula, Sachen reparieren. Ist leider notwendig. So. Rennt besser noch zweimal das Zeug rein, ja. Ein edles Gefährt, so kann man es auch ausdrücken, Chief. Boah, ist kaputt. Das kostet mich ja ein Vermögen, doch scheiße du! Da werde ich ja verrückt! Wer soll denn den Dreck hier bezahlen? So viel Geld habe ich doch gar nicht, du! So, kriegst du ein Schild, bisschen mehr Öffladen. So, wunderbar. Weiter geht's. Einfach Bübsch, jetzt sag ich dir so ein bisschen Vitalität. Ich brauche Vitalität. Bips. Ja, Beere des Flüss, ich weiß. Aufsteigen. So. Wieder. Und nochmal wieder. So. 1000 in dein Leben. Guck dir das an, du. Wow. So, jetzt rede ich wieder nochmal. Keine Angst. Ich frag mich, wie der Akzent. Sächsisch ist live. Schattenwald. Überschattete Ruinen. So, machen wir weiter. Weiter. Da ist ein Geist. Steh auf. Aufstehen. Und ich hab meinen Plan verkackt. Ich wollte mich eigentlich menschlich machen. Das war eigentlich mein Plan. Fuck. Diese Geister sind das Ergebnis jahrtausenderlanger, was auch immer, Evolution. Sie haben sich dieser Welt so weit angepasst, dass sie fast nicht von natürlichen Vorkommnissen unterschieden werden können. Damit können sie ihren bevorzugte Beute, Abenteurer, viel besser jagen. Logisch. Ich wollte mich nämlich menschlich machen. Den Rest des Films mit dem Akzent bitte. Oh nee, lieber nicht. Ich finde das... Das tut ein Bayern weh in den Ohren, doch selbst schuld, was kommst du auch aus Bayern, du? Ha! Vollidiot. Hast du davon, wenn du aus so einem reichen, wundervollen Landleb kommst und dann noch beschweren tust? Wir haben das meiste Geld, alle anderen sind nur Nehmerländer, alle Scheiße. Wir sind Bayern, wir sind die Besten. Wir haben sogar im Fußball die beste Mannschaft. Ja, weil, toll. Dresden ist auch toll. Leipzig auch. Ja, jetzt stirb doch mal, ich verkack grad voll, weil ich mich so auf meinen Akzent konzentriere, weil das ja scheiße ist. So. Komm her. Wunderbar. Backsteppen. So. Wie ich da aufhören? Warum? Ich dachte das so sehr. Das tut mir aber leid, du. Ich würde schon sagen, warum tut dir deine Augen weh? Hast du gekratzt, Idiot? Okay, ich höre auf, das ist wirklich, selbst mich nervt's schon. So. So, wenn alle ihre Runde Spaß hatten, bin ich zufrieden. Dann ist ja gut. Ah! Schneller. Ich fall vom Stuhl. Ich fall auch gleich vom Stuhl, wegen den dreckigen Pimmeln hier. Du, Motherfucker! Nein! Wozu mache ich mich immer menschlich? Platt kann ich nicht. Platt kann ich kein Wort. Vielleicht ein paar einzelne Wörter verstehe ich, wenn es jemand sagt, aber... Nee, da habe ich keine Expertise drin. Na, steh auf. Nein! Ist das scheiße. Jetzt kommt er wieder.
Es ist nicht mein eigener Akzent. Mein Vater ist Sachse. Meine Mutter kommt aus MacPom. Ich wurde in der Mitte geboren. Im goldenen Brandenburg. Der Hochburg der Zivilisation. Habe ich überhaupt den Tod erhöht? Habt ihr darauf geachtet? Habe ich ihn erhöht? Ich habe nicht darauf geachtet. Das glaube ich dir sofort, dass das eine gute Abifahrt war, Chen. Das kann sehr amüsant sein. 0850 Gegner tot, ist doch normal. Was heißt 0850 Gegner? Die sind scheiß nervig. Und manchmal, die weichen halt so eklig aus und... Ach, da hockt der. Da hockt er. Habe ich nicht? Okay, dann waren es 77 Tote. Dankeschön. Ist das ein feiges Stück Scheiße? Was hast du davon? Penner. So, wenn ich groß bin, ziehe ich nach Brandenburg. Auch Brandenburg ist schön. Generell, Deutschland hat 1000 schöne Ecken, man kennt sie nur einfach nicht. Okay, diesmal vergesse ich die Tür nicht. Ich bin wegen der Tür hier runtergesprungen, von daher wäre es komisch, wenn ich sie jetzt vergesse. Da kommt noch einer. Dort hinten noch ein Großauge und noch ein Großauge. So. Das lief jetzt mal entspannt. Vor allem, weil ich jeden Einzelnen gerade mitten im Move erwischt habe, also beim Kontern. Und das macht es halt einfacher. Ich wollte nicht unbedingt, dass er die Armbrust nutzt. Ich fand es nur seltsam, dass er eine hat und sie nicht nutzt, ja. Zahnschlüssel. Ach, dafür habe ich den. Holy fucking shit. Es greift nicht an. Ich habe fast angegriffen. Thank you for helping me. I'm Onifex. Hi. I owe you some form of thanks, but have nothing for you at the moment. If it would not trouble you, could you visit my abode just down the way? Okay. Ja, klar. Warte mal. Duftzweig, nice. Thank you, kind traveler. I believe that I can be of assistance if you would visit me at my home. Wo wohnt denn dieses Viech? Sie sagt ja nichts. Versucht rechter Arm? Ich töte die arme Frau doch nicht. Frau? Der Arsch ist total irritierend. Oh mein Gott. Das ganze Viech ist total irritierend. Jetzt brauche ich erstmal einen Schluck Wasser. Einen Moment. Ich muss mal eben meine Wasservorräte auffüllen. Also mein Estus-Klackon. Gib mal eine Sekunde. So. Da bin ich wieder. So. Das ist ein Schmied, Alex. Ja, Yui. Wieder mal deine arrogante Reaktion als jemand, der schon weiß, dass es eine Schmiedin ist. Das Smiley dahinter würde nur passen, wenn ich es wissen sollte. Aber da ich es nicht weiß, macht es keinen Sinn. Ne? Vorsicht vor Gefahrenzone, kurz gesagt zerstörte Ausrüstung. Ja, hast du vollkommen recht. Trotzdem etwas spät dran. Wie komme ich leicht hier hoch? Oh, Daniel! Du weißt, dass ich streame. Penner. Leg mich zu GTA 4 ein. Ich habe hier nicht Rassist gegenüber... Was zum... Ach, ihr redet immer so ein Blödsinn manchmal. Und ja, es ist auch noch ein Spoiler, Yui. Das kommt noch mit dazu. Stellt sich nur die Frage, wo... Das waren deine Gedanken zu From Software. Ah, tja, das kann man nicht rauslesen. Ist ja nicht schlimm, alles gut. So. Daniel freut sich, er war im Stream. Jetzt geht's los, ey. Ich weiß schon, warum ich diese Funktion eigentlich immer ausschalten wollte. Ah, jetzt geht's los. Fuck. Ach, scheiße. Weil dort unten ist noch einer, nicht wahr? Nur wo, ja, ich weiß. So. So, Penner. Versuch springen, Alex. Sehr witzig.
nein, ey, dieses scheiß Ding ist so kacke zum Angreifen von den Dingern. Fuck. Du findest sie in der Lichtsteinbucht wieder. Da war ich noch gar nicht, oder? Jetzt geht's los. Blue Phoenix ist auch am Start. Sehr schön. So, was haben wir hier? Sense Finsternis. Okay. Wow. Eine mit einer großen Klinge, angepassten Klinge ausgestattete Sense. Erhöhte Hiebreichweite. Und vor allem macht die schon direkt hier so Finsternisschaden, oder wie man das nennt, ne? Warte. Ist doch hier. Finsternisangriff. Höhe des Finsternisschadens, der bei Gegnern verursacht wird. Ich will ihn nur bei einer Hand halten. Nice. Mhm. Sprungangriff, damit kriegst du die Kristalldechsen. Kristalldechsen, was? Achso, die Kristalldechsen. Ja, der Sprungangriff hat irgendwie bis jetzt bei mir nie funktioniert, komischerweise. Das hier ist ja der. Mit dem Angriff krieg ich die auch nicht, oder? Egal. Holy fucking shit! Ist das ein Skorpion? Oh. Linke Analogstick hoch plus R2? Danke! Endlich! So macht man den. Cool. Warte mal, dich kann ich gar nicht anvisieren. Bist du etwa freundlich? Oh mein Gott, fühle ich mich gerade unwohl an dieser Stelle. Verstehe ich die Sprache nicht? Ring wird benötigt zum Reden, ne? Ja, hab ich fast gedacht. Verbündeter voraus. Okay, dann greife ich ihn mal nicht an. Habe ich schon einen entsprechenden Ring? Wahrscheinlich nicht, weil ich alles übersehe, wie ihr immer sagt. Nee. Woody, das wäre eh schon zu spät gewesen, aber ich habe ihn nicht angegriffen, von daher ist ja alles gut gegangen. Kopf voraus. Okay. Zäher Feind voraus und dann Schatz. Dann benutze ich immer den Duftzweig für den hier. Nein, Chen, wir verstehen nur unsere Sprache nicht. Das ist es nur. Och, ich weiß, dass Spieledesigner halt gerne mal in Büchern rumfantasieren. Zum Beispiel, hatten wir so eine kleine Buchreihe. Die kam immer im Laden raus. Im Reich der Urwesen, glaube ich, hieß das. Ja, das müsst ihr mal googeln. Davon hatten wir alle Ausgaben. Ich glaube, die haben wir noch. Oder wir haben... Nee, wir haben sie verkauft mittlerweile. Großartig. Großartige Designs. Tolle Monsterviecher, hat sehr creepy Geschichten, richtig spannend gemacht. Also kann ich echt nur empfehlen, richtig awesome. Aber ich glaube, da kommt man heute nicht mehr so schnell ran, von daher. So, der kopflose Reiter. Stirb einfach. Okay. Mein Kumpel votet gleich noch und dann haben wir 41 zu 41. Oha, so. Vengals Rüstung. Okay. Schauen wir uns die mal an. Vergleichen die doch mal. Vengals Rüstung. Holy shit, aber die sieht super schwer aus. Oh ja. Aber sieht denn die aus? Oh, warum ist da bloß kein Helm dabei, frage ich mich gerade. Vengals Stiefel. Vengals Handschuhe. Ist trotzdem machbar, ne? Ich meine, Rüstung ohne Ende. Ich glaube, die trage ich erstmal. Eine Fackel. Da gibt es 52 Hefte als PDF dazu, Alex. Als PDF? What? Doch nicht offiziell, oder? Ehrlich? Wenn es sie legal als PDF irgendwo zu holen gibt, muss ich mir die unbedingt runterladen. Die sind großartig, die Dinger.
Okay, den hier muss ich jetzt nur nicht wegmachen. Ich bin den Weg ja... Oder? Den Weg kenne ich ja schon dort hinten. Ja. Okay. Glaube ich. Irgendwo ist da was. Nee, ich glaube den Weg dort... Da habe ich das, die Statue nur gesehen und wusste nicht, wie ich dorthin komme, ja. Warte mal, ist hier eine geheime Wand übrigens? Hier? Hier auch nicht? Wie er mal einfach mal nebenbei Fragezeichenkörper tötet? Wie Fragezeichenkörper? Was ist ein Fragezeichenkörper? Feind voraus. Ich glaube, das ist für, wenn man aus dieser Richtung kommt, ne? Sterben wir gegen den hier, der hier rauskommt? Wahrscheinlich, ne? Hurra für Stoß in den Rücken, richtig. Naja. Irgendwie finde ich hier nichts weiter. Schade eigentlich. Naja. Ach so. Chief, ich möchte das jetzt wissen. Gibt's sie legal als PDF? Wenn ja, will ich die echt haben, weil im Reich der Urwesen würde ich gerne mal wieder lesen. Das ist voll spannend. Der Typ war eigentlich besonders, weil du eigentlich etwas Besonderes gemacht hast, haben solltest zuvor. Whatever. Ich habe ihn gefunden, er hat mich angegriffen, ich habe ihn getötet. Das war's. So viel zu besonders. Dort hinten gab es einen Weg und dann gab es hier, wo ich noch nicht weiter umgeguckt habe, glaube ich. Doch, ich habe mich schon geguckt. Lebt aber noch, ich weiß. Zerrollen! Dafür habe ich immer Zeit. Und Schwungmasse. So. Die Verwaffisierung der normalen Bauernsense ist eine tragische Entwicklung. Da sollte man From Software danken, dass sie zumindest das Aussehen abändern. Ja, so. Oh, der Löwe hier war wohl einzigartig. Der Löwe, der Mäh macht. Ah, hey. Na, Löwenmann Nummer 30.000. Zum Glück seid ihr nicht irgendwie austauschbar oder so. Ihr Ärmsten. Hatte ich hier oben schon alles geguckt? Ich glaube schon. Alex, kennst du den Pirat, der noch ohne Kopf um seine Matrosen gelaufen ist? Nein. Kennst du ihn? Hast du mit ihm getrunken? Hast du mit ihm geredet? Kennst du ihn? Ist er ein cooler Dude? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Komm schon! Nein! Ausdauer. So, erledigt. Der Löwe war eine Mämi. Okay. So. Hier hatte ich schon alles gemacht. Na dann, ich habe keinen Weg zum Rollstuhlmann gefunden, deswegen gehe ich einfach mal hier lang. Vielleicht gibt es später einen Weg dorthin. Naja, seine Matrosen wurden dafür freigelassen, es ging aber um was anderes. Keine Ahnung. Störtebecker? Ich glaube, Störtebecker war das nicht. Ich war bei dem Störtebecker Musical in... War das in Rostock oder so? Oder war eine Münde, ne? Ich glaube schon. Bin ich mir sicher. Jedenfalls habe ich das gesehen und das war cool gemacht. What the fuck? Holy fucking shit! Skorpione Naishka? Was bist du? Die sieht, das ist doch mega nachgemodelt. Erinnert ihr euch? So einen Gegner hatten wir schon mal gesehen. In Dark Souls 1 nämlich. Oh shit. Das ist mies. Wow. Oh, hab ich Glück gehabt. Okay, der Angriff erwischt mich allerdings doch.
Ach, von vorne. Manche Stellen sind anscheinend ein bisschen härter als die anderen. Okay, okay. Wo kommt's raus? Ah, ich sehe es. Hier sind eine Menge Blutflecken. Hier sind eine Menge Leute gestorben. Fuck! Ich wusste, es trifft mich trotzdem. Nein! Das Heilen war mir gerade wichtiger. Einmal getroffen. Von vorne ist immer noch der stärkste Schaden. Boss-Hype! Beim ersten Mal! Yes! Puh! Geht doch! Skorpionenseele! Her damit! Bitch! Gotcha, bitch! Damn! Das lief gut! Wie komme ich an die Seele? Hey! Hey! Sinnlos! Kommt man da nicht ran? Das glaube ich nicht. Das Item kriegst du nicht mehr. Muss man sich im Kampf da hochschleudern lassen? Oder was? Oder wie? Oder wie? Oder was? Danke, Woody. Ja, first try. Endlich kriege ich mal was hier first try hin. Rundumschlag wird benötigt. Übrigens, Einzelkampf wird benötigt. Okay. Lügner voraus. Okay, okay. Mal sehen. Holy moly, shitty ravioli. Warum? Hättest den Boss gegenkiten müssen. Ach so, ah. Okay. Scheinbare Wand. Nicht hier. Dann ist es doch kein Lügner. Scheinbare Wand voraus und dann scheinbare Wand voraus. Die verarschen mich doch nur. Scheinbare Wand voraus. Trotzdem teste ich einfach mal alle. Vielleicht lasse ich mich dadurch verarschen, aber egal. Wahrscheinlich ist keine einzige davon scheinbar. Alex der Killer! Alex, lass ich nicht trollen. Ja, ich merke schon. Ich habe versagt und dann Hurra für Mut, was immer du meinst. So. Vorsicht vor Lügner, dahinter. Okay, alle hier. Alle hier waren Lügner. Alles klar. Scheinbar ist eine Wand. Nein, wirklich, Jen. Unglück voraus. Oh, oh. Oh, oh. Türen des Pfarrers? Warum stirbt er denn hier schon? Wow, wo bin ich jetzt gelandet? Minen von Moria? Schick hier. Hat was. Okay, 34 Viewer habe ich gerade gesehen. Das freut mich mal. Bei Dark Souls vor allem. So langsam merkt man, dass die Leute immer öfter mal vorbeikommen. Und anscheinend bringt es doch was, bei YouTube zu posten, dass ich jetzt... Nein, angreifen sollst du. Oh, mein Degen ist gleich kaputt. Ich brauche einen... Habe ich ein Reparaturpulver? Mach nicht mal gucken, oder Reparaturding. Tja, das war... Tja. Das war Pech. Gibt's dafür nicht Sachen, wo man das... Stellt Ausrüstungsrobustheit wieder her, genau. Weil ich weiß nicht, wie weit das nächste Leuchtfeuer weg ist. Ich will kein Risiko eingehen. Woran sterbt ihr denn alle? Am Elefanten? Endboss Talion. Sind wir hier bei Star Wars? Ich glaube nicht. Hey, ein Zwerg! Das sind die Minen von Moria, ich sag's doch. Hey, Zwerg. Ein Grimm-Großschild, okay. Prismasteine, 10-mal. In welchem Spiel würdest du eigentlich leben wollen, wenn du dich entscheiden müsstest? Puh, das ist eine schwere Frage. Ich könnte dir 1000 Welten aufzählen, in die ich nicht möchte. Oh, und dir ist Rex hier eins. Ja, fuck! So viel dazu. Ich hab's verdient, ne? Machula! Zurück nach Machula. Ich weiß, ich spreche es komplett falsch aus. In welchem Spiel würde ich leben wollen? Im Spieluniversum. Also, das von Hexer Geralt wäre furchtbar. Das ist halt, wie das wäre, quasi Mittelalter. Und ganz übel. Die Minen von Moria. The Mines of Moria.
So, in Dark Souls die Welt definitiv auch nicht, das ist ganz klar. So, Vitalität mal schön. Get on my level, bitch. So, wir reisen wieder zurück. Türen des Pfarrers. Im Pokémon-Universum. Nee, Yui-chan, denk mal genau drüber nach. Was machst du, wenn du ein Viech besiegst in der Wildnis? Die liegen dann nicht kampfunfähig darum, du tötest sie. Genau. Da sterben links und rechts sterben Pokémon für uns. Nicht so eine geile Welt, aber ansonsten eine relativ positive Welt, das stimmt schon. Ich hatte keine Ausdauer. Das macht's gerade etwas schwerer. Er holt doch so weit aus. Okay. Alex, die Leute können sich keine 4 Termine merken, weil die wichtigeren zu merken haben, wie zum Beispiel man atmet und wie man isst. Ich glaube, das war ironisch gemeint, oder? Du hast das Kappa vergessen. Weil die 4 Termine sind eigentlich sehr leicht zu merken, glaube ich. So. Du bist aber witzig ausgerüstet. Die Rüstung gefällt mir. Ich glaube, der hat auch meine angeguckt. Ich muss zur Landmasse kommen. Ausdauer? So. Ach, das war ja der falsche. Egal. Der ist aber auch ein bisschen langsam, der arme Zwerg, ne? Gimli, 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 du warst auch mal schneller drauf. Ich brauch gar nicht erst hingucken. Alter irdischer Stein. Shawnee, ich stimme dir zu, was denn? Tragil? Star Wars Universum? Ich weiß nicht, die normalen Bürger haben da nicht viel zu lachen. Und Jedi haben super viel Verantwortung. Ich kann mit dir nicht sprechen, also bist du ein Gegner und du siehst auch aus wie ein Gegner. Du hast 2 Waffen in der Hand? Komischer Kerl. Drachenamulett. Okay. Ach ja, ich nehme immer nur Ringe. Ich kann übrigens auch mal die stärkeren, die schimmernden Lebenssteine langsam mal reinmachen, glaube ich. Drachenamulett. Ist das vielleicht ein Schlüssel? Nee. Lenigrasts Schlüssel. Alex, mein Tipp, du solltest mal mit anderen erfolgreichen Streamern streamen, das könnte ich pushen. Ja, ich weiß. Daran bin ich gerade am Arbeiten, nur das Problem ist, die paar, die ich bis jetzt angesprochen habe, haben anscheinend nicht die geringste Lust. Sie sehen bloß, dass ich anscheinend nur so und so wenig Viewer habe oder Abonnenten und so Views am Tag und schon sind sie weg. Da bin ich schon länger am Machen, keine Angst. Was soll ich tun? Schreibt ruhig mal einen von euren an oder empfehlt mich bei einem anderen Streamer oder YouTuber, den ihr kennt. Habe ich kein Problem mit. Weil anscheinend bin ich Gift für die, ich weiß nicht, woran es liegt. Müssen die wissen. Heilt Gift und stellt viele TP wieder her. Ah, okay. So. Hurra für Gyrum. Okay. Ist das eine Gottheit? Steuerrad wird benötigt. Hurra für Gift und dann Gyrum. What? Ja, Pnew, have fun. Ich glaube, das wird nichts, aber probier's. Es kann nur ein Nein maximal geben oder gar keine Reaktion. Es müssen keine erfolgreichen sein. Frag YouTuber, die du selber feierst, selbst wenn sie nur 100 Abos haben. Das Problem ist, ich feiere nicht. Ich feiere keine. Weil ich gar keine Zeit habe, YouTuber groß zu gucken. Netter Trick. Nicht schlecht, muss ich ja sagen. Distanzkampf? Rechts. Okay. Pushen, 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 pushen. Mams Game hat sich alleine groß gemacht auf Royal Funk. Liegt an jedem selber. Ja. Es kommt drauf an, wann.
wann das war. Weg ist er. Toll. Toll gemacht. Habe ich noch was verpasst? Schon wieder so einer. Hallo Titan, schön, dass du wieder zurück bist. Ja, sehr wahrscheinlich hätte mich die Axt getötet, das macht Sinn. Fackel anzünden, ja, warum nicht? Vielleicht finde ich immer wieder ein paar Fackeln, die ich, große Titanitscherbe bringt mir leider immer noch nichts zu dem Zeitpunkt. So. Lebt ihr immer noch, selbst mit zweihändig. So. Nur sich selber groß zu machen ist halt nicht so einfach. Ich versuch's seit 4 Jahren. Und ich weiß, am schlimmsten waren meine ganzen Pausen, die ich jetzt auch endlich weglasse und wirklich intensiv arbeite. Übrigens, die letzten Tage oder seit gestern bin ich an einem Großprojekt dran. Ich ändere alle meine Thumbnails und Beschreibungen, passe ich auch an, von all meinen Videos. Und von all meinen Videos, vor allem die Thumbnails, dauern ewig lange, weil ich möchte überall das Alex Ventures Logo drin haben. Das wird sehr lange dauern, da werde ich auch die Nacht wieder dran verbringen. Grenz sagt mir sowas. Grenz habe ich schon mal gehört. Ja, schreib ihn ruhig mal an. Warum nicht? Danke. So eine Empfehlung kannst du gerne weitergeben. Und ich merke mir Grenz auch mal. Ich schaue mir nachher mal an. Stimmt, habe ich gerade sau viel verpasst. Ich hätte ja bei den Leuchtfeuer auch woanders lang gehen können. Warte, bin ich gerade zurückgelaufen? Nee. Lichtsteinbucht Zeldora. Okay. Irgendwer sagte mir doch, dort finde ich diese... dieses Vogel-Frauen-Dings-Gebums wieder. Daran kann ich mich erinnern. Kann ich mit euch reden? Seid ihr friedlich? Ihr seid nicht friedlich. Ihr seid wieder mal arme Bauern, die ich jetzt verkloppe. Oh, upsala. So eine kack langsam Attacke. Ich lasse ihn noch treffen. Eine Seele. Seele. Seele? Großer Evolve-Streamer. Ja, Evolve habe ich nicht und reizt mich jetzt auch nicht so. Oh, diese Animation von denen ist immer noch verstörend, oder? Immer noch. Schweine? Oh, diese Schweine schon wieder. Diese Laufanimation geht einfach gar nicht klar. Und das Bauernmorden geht weiter. Ja, Chen, kann auch nichts mehr machen. Upsala. Alex, kennst du Yandere Simulator? Das sagt mir nichts, ne. Stirb im reinigenden Feuer! So. What the fuck? Treffen nämlich auch durch die Zelte bestimmt, ne? Weil das Penner sind. Er schießt! Weißt du, er landet auf seinen Beinen ganz frisch und schießt sofort. Ist klar. CSGO oder CSS? CSGO! Counter-Strike Source, kannst du sowas von den Arsch treten? Sowas für den Arsch brauche ich niemals. Danke, Tyken. Danke. Ja, habe ich wirklich das First Try geschafft. Hätte ich bei manchen Attacken ja nicht erwartet, aber bei deiner Witz? Tja, kannst du mal sehen. Titanit-Scherbe? Nee. Ich lasse die Schweine gerade mal Schweine... Ja, genau. Er wusste es. Der hat an... Greif an! Ausdauer! Noch mehr Ausdauer! Ein Hoch auf meinen Ring! Ja, CS16 habe ich da war ich damals gut drin. Da war ich wirklich, das kann ich ohne Witz sagen, da war ich wirklich gut drin. Nur, das spielt ja heutzutage leider keiner mehr und das Matchmaking in CSGO ist schon sehr spaßig. Also, der Counter-Strike Source hat mir wirklich gar nicht Spaß gemacht. Das kann ich so sagen. You. Auf einmal war er da. Scheiße, ey. Naja. Naja. Das liegt nicht so gut. Ich will eben kurz mal was nachschauen. Oha, ich habe 2 neue Follower auf Twitter. Ich glaube, ich nutze die Chance mal und poste Twitter. Immer schön mich twittern. Twittern, twittern, twittern.
Falls es ein Wort ist, mich anzutwittern. Wahrscheinlich ist das kein Wort. Wahrscheinlich sagt das kein Mensch. So. Zundere. Zundere sagt mir gar nichts. Ich auch mich damals COD MW1. Ja, okay. Modern Warfare 1 war ja auch noch geil. Das war ja auch noch was Besonderes. Danach wurde COD ja erst richtig schlimm, was das Recyceln und das immer wieder angeht. Jetzt sitzen ein paar viele auf einmal. Das Schwein kommt, glaube ich, zuerst. Nein, kommt's nicht. Das gibt's nicht. Oh. Wie schnell die immer sind. Ja, aber das war sogar ernst gemeint. Falls einer von euch noch Vorschläge hat für Let's Player, mit denen ich zusammenarbeiten könnte, bin ich sehr, sehr offen für. Wirklich. Hätte ich ziemlich Bock drauf. 80, ich hab's aktualisiert gerade, ne? Ja. Da bin ich wirklich sehr offen für, hab ziemlich Bock drauf. Ich will das auch derzeit, weil ich habe dafür auch die Zeit. Und deswegen möchte ich das. Da muss ich jemanden finden, der Bock drauf hat. Wird schon irgendwer finden. Diese Laufanimation ist so verstörend. So. Bernhard, fantastisch. Na klar, aber er Let's Playt ja nicht mehr. Zerrollt. Panty Shot. Welcome to the Panty Shot. Oh. Einfach mal ein Lied erfunden. Auch gut, ne? Diese verdammten Bogenschützen. Nein, das war der richtige. Jau, jetzt schießen sie quer über den Bildschirm, ist klar. Da ist Schweinchen. Ah, ah. Tut mir leid, Schweinchen, Babe, das war's. Ich brauch deine Haxe. Wenn du SWTO spielen würdest, hätte ich Hull beim LP gesagt. Ja, ich wär bereit für MMOs oder so. Klar, hätte ich Bock drauf. Gerade Gratis-Spiele, gerade so Free-to-Play-Spiele, hätte ich ziemlich Bock drauf. Ja, genau! Du dummes Arschloch. Jetzt kommen deiner dämlichen Hack-Animation, so bekloppt aussieht. Ich heile mich besser vorher. Wenn du vielleicht mal was in Richtung Roleplay machen willst, Goigon, mal in Richtung Roleplay? Was meinst du? Ich spiele seit Tag 1, seit über 4 Jahren bin ich nichts anderes als ein Rollenspielspieler. Guck mal auf meinen Kanal, ich habe fast nur Rollenspiele. Assassin's Creed und hier und da mal so Action-Rollenspiele oder Action-Adventures, aber ansonsten eigentlich nur RPGs. Deswegen bin ich gerade sehr fasziniert, was du meinst mit Roleplay. So, ich wollte diese Gegend aufräumen. Ich wollte mich nämlich in Ruhe umsehen. Und Divi, darauf gehe ich gar nicht erst ein. Ich habe keine Musikkarriere. So. Ja, meine Seelen, ich weiß, die muss ich noch irgendwo einsammeln. Habe ich nicht gerade eingesammelt? Alex ist die Rolle schlechthin. Ob das so positiv klingt, ich weiß ja nicht. Du spielst Rollenspiel nicht wirklich in Richtung Roleplay. Inwiefern meinst du das? Dass ich mich mega in die Situation, voll in die Rolle versetze und nicht mehr ein Let's Player bin, sondern ein... Okay. Ah, ich glaube... Du hast die Seelen erst gerade eingesammelt, Sekunden später vergisst du es. Ja, wenn man nebenbei die ganze Zeit mit euch redet, mach das mal, Divi. Da vergisst man einiges, wenn man nebenbei noch so Sachen beredet. Nee, hätte ja sein können. Creepy. Ist ja eine geheime Wand oder so. Das schon, mein FB bin ich persönlich auch, hat zum Beispiel auch Alex FB-Seite nicht geliked, bin ja sowieso immer da und auch persönlich mit Namen aus und etc. kenne ich mich halt keiner, okay.
Visionen von Nachahmern, aber hurra für Schützenpositionen. Hier komme ich nicht rein. Mann. Na dann, okay, dann mache ich mal weiter. Weiter im Text. Obwohl, wartet mal. Mir fällt eine Sache auf. Ich hatte eigentlich noch in den ganzen Höhlen noch voll was übersehen. Da war noch ein ganzer Weg offen, den ich überhaupt nicht untersucht habe. Das sollte ich mal nachholen, oder? Ja. Also dann beim Leuchtfeuer in andere Richtung quasi gehen. Vielleicht ist ja dieser brennende Leuchtenhaufen ein Gegner. Nach der Logik wäre es möglich. Ich habe draufgehauen, Divi, aber da war nichts. So, nämlich genau hier in diesen Schlund hinein. Lecker. Niederlage, deshalb Trübsal. Warte mal, hier kann ich laufen. Erstmal du. Ausdauer. Passt, so. Okay. Letzter Tweet vom Auswärtigen Amt. Grenzen überschreiten, Deutschland entdecken. Slackline, Weltmeisterschutz. Was? Willst du wissen, wie es reingeht? Wo rein? Achso, ja, wenn ich wieder da bin, okay? Dann sage ich nochmal Bescheid. Diese eigenen Stories für ihren Kack-Schaß überlegen und diese Rolle in dem Spiel auch ausspielen. Zum Beispiel in Skyrim, dass sie ein ehrenvoller Ritter sind und auch nur so handeln dürfen. Achso, ehrlich gesagt, ich spiele mich selber. Ist immer noch die beste Rolle, oder? Hättest du mal Bock auf ein Spiel wie Randall's Monday? Sagt nix. So, Alex, ich habe Ken zweimal angeschrieben und vielleicht ein bisschen dick aufgetragen, aber es kommt halt besser, wenn ich schreibe, mein Bruder Alex möchte unbedingt mit meinem Idol streamen. Als ich gucke so ein Let's Player, wäre ganz lustig, wenn du mit ihm spielst. Mein Bruder Alex? Was? Oder ist er dein Bruder? Was? Okay, so oder so. Vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Warum nicht? Der Name sagt mir auch was. Ich benutze es mal. Okay. Und dann. Ah, okay, so komme ich an den Rand. Jetzt verstehe ich das. Mann, Alex ist ein Dieb und was für einer. Naja, in Videospielen schon. Ich gebe es wohl meinetwegen zu, ich habe in meinem Leben auch schon mal Diebstahl begangen. Ernsthaften Diebstahl. Einmal. Aber das war in einem kleinen Laden. Ich war irgendwie 10 oder so. Da bin ich, da hat meine Mutter, nee, da hab ich mir Pokémon-Stickerkarten für Stickerheft damals fürs erste gekauft. Und ich habe zwei gekauft und hatte noch eine dritte direkt da drunter liegen. Ich habe die so übereinander gestapelt. So sah es aus wie zwei Stapel, es waren aber drei. Das Ding war, ich wurde nicht im Laden erwischt, ich bin raus. Meine Mutter war halt neben mir, sie war halt raus. Meine Mutter hat mich erwischt. Und das war viel schlimmer, als wenn der Laden mich erwischt hätte. Das war eine Lektion fürs Leben und seitdem habe ich nie wieder etwas gestohlen und denk nicht mal dran. Für mich ist Diebstahl sowieso moralisch, geht gar nicht. Außer wenn jemand verhungert und Essen klaut. Da würde ich ihn nie verurteilen für, ich persönlich nicht. Also an sich, das war meine einzige Erfahrung damit und das war lebenszeichnend. So ein schlechtes Gewissen, Wahnsinn. Santias Speer. Bestimmt eine tolle Waffe für jemand, der einen Speer haben will. Santiers Speer. Ein Speer, der in einer steinernen Statue gefunden wurde. Einer alten Legende zufolge wurde beim Sieg über die Schreitstatue Santier ein großer Speer eingesetzt. Vielleicht war es genau dieser Speer. Solch eine Waffe wie ein Speer zu verwenden, wird jedoch nicht leicht. Ihr könnt sie lediglich schwingen und sie Feinden auf den Kopf schmettern. Was? Wie viel Stärke braucht man denn für das Ding? Was steht denn das? Da unten. 20. Trotzdem, ich will das mal sehen. Alter! Ja, man merkt, ich kann mit der Waffe nicht wirklich umgehen. Was ist das? Ist das ein Schädel?